Hallo Welt, da sind wir wieder und wir werden jetzt plündern, plündern, plündern. Ich hoffe, wir haben alle erwischt und wir nehmen uns alles von Ihnen, die 10 mm, die Erkennungsmarken und die Karonenkorken. Alles, die, vor allem die Karonenkorken. Her damit. Alles. Aluminium. Gib mir Aluminium. Öl. Ich will Öl. Öl. Ja, es nimmt kein Ende. Ich glaube, die Samstagsfolgen werden die besten. Oder die schlechtesten. Eines Tages holen sie mich ab mit der Hab-mich-lieb-Weste. Die soll schon kuschelig warm sein und ziemlich gut sitzen. Eng anliegend. Militäruniform. Skelett? Nein. Okay, ja, die sehen aber recht sauber aus. Und die können wir natürlich nicht mitnehmen. Wir nehmen nur den ganzen Süff mit, oder? Licht, genau, die Asbestseife, die nehmen wir noch mit. Warum gibt es hier eigentlich nirgends Kerzen? So sieht das also unter dem Klo aus. Aha, zumindest hier im Spiel. Okay, ich verstehe. Ja, Kerzen, habe ich mich gefragt. Doch, wir haben doch schon Kerzen gesehen, oder war das irgendwo anders da? Das wollte ich nämlich nicht übersehen. Oh mein Gott, mir wird ganz schlecht, wenn ich so schnell hin und her bewege alles. Stimpak, Redaway und aufbereitetes Wasser. Na, ich wollte das ausschalten. Lange die Tab-Taste gedrückt halten. So geht das nämlich. Abspeichern. Ja, und das hier haben wir nicht übersehen. Kronkorken, 13. Oh, und 3 Mini-Atombomben. Wir freuen uns. Natürlich über diese Mini-Atombomben. Sind hier noch mehr irgendwo? Hier ist gar kein Durchgang. Preston, ich dachte, das sei ein Durchgang. Ist er gar nicht. Das ging da gar nicht weiter. Das war nur Attrappe. Das war nur... Oh, Aluminium. Eigentlich Blechdose. Eigentlich... Suche ich mehr Öl? Sind wir nicht auch an Ölvorkommen? Ach so, die waren in dem Gewächshaus. Ja, richtig. Da müssen wir ja dann wieder zurück, wenn wir das hier geschafft haben. Aber sag doch mal ehrlich, Welt. Ist das nicht heftig? So manche Mission, also einmal mussten wir da irgendwelche, wie heißen die? Knusprige Eichhörnchen bissen. Wo sind Eichhörnchen eigentlich? Preston, ha? Du schleichst dich doch auch immer an wie ein Eichhörnchen. Wo sind die Eichhörnchen? Wo hast du deine Kollegen versteckt? Überall kriegt man diese Bissen, aber ich habe noch nie ein Eichhörnchen hier zu Gesicht bekommen. Vielleicht haben die sich vertan und die meinen Fische. Fische? Du hast bestimmt deine Gründe, aber für mich sieht das nach Schrott aus. Ach, und, aber du, ja? Aber du mit deinen ganzen Skeletten am Fuß immer. Hm, Preston? Ja. Jetzt ist aber auch gut. Komm auf den Teppich. Ich halte die Augen nach was Nützlichem auf. So. Ruhe. Gutes. Ja, ich bin übrigens sowas von perfekt. Ich habe ein Trinkglas gefunden. Die Welt, hast du mich geschlagen gerade? Die Welt sieht wie aus? Wir müssen zurück. Ich wollte... Irgendeinen Satz habe ich nicht beendet vorhin. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich ihn angefangen habe. Also ist es vielleicht doch nicht so gut, am Wochenende einzuschalten. Wenn es da wieder heißt, was machen wir hier eigentlich in Fallout? Und wie geht das Ganze aus? Aber wir haben gefunden! Ein US-Handbuch für verdeckte Einsätze. FH5-07. Und das lesen wir jetzt. Ausgezeichnet. Jawohl. US-Handbuch für verdeckte Einsätze. FH5-07. Du hast eine Ausgabe des US-Handbuchs für verdeckte Einsätze gefunden. Du bist dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Enter. Nehmen. E. Ich drücke E. Drück. War hier nicht auch noch irgendwas? Da hinten hat doch irgendwas geleuchtet vorhin. Okay, hier ist relativ gut aufgeräumt, oder? Preston? Was meinst du? Oh, du bist ja direkt hinter mir. Boo! Ja, das klappt nicht. Das klappt nie, wenn ich das mache. Hat noch nie geklappt. Ja, also ich denke mal, die Welt wird wohl schon längst aufgegeben haben. Was
Okay. Kochtopf, den brauchen wir. Da ist der Kochtopf. Nur deswegen sind wir hergekommen, Preston. Jetzt haben wir gefunden, was wir brauchen und können gehen. Okay, 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 okay. Hier geht's doch hoch. Sag bloß. Okay, okay. Ja, hier sieht's aber unordentlich aus. Und hier waren wir noch gar nicht. Aha, Dandy Boy Äpfel. Hier ist schwer durchzukommen. Kronkorken und graue Strickmütze. Haben wir nicht vorhin so eine gekauft? Und eine leere Rundvase mit Weidenmuster. Hübsch. Hübsche Sachen müssen wir mitnehmen. Ghoul-Streuner. Wilder Ghoul-Streuner ist das. Okay, hier hat jemand Jet hinterlassen. Und Kochplatte und Fleisch und Bohnen. Und noch mehr Jet. Mich würde ja interessieren, warum die Ghule solche Ghule sind. Da müsste es doch mal was drüber geben. Ghule. Er sagte vorhin Zombies, aber ich glaube nicht an Zombies, oder? Ich glaube nicht an Krankheiten und trotzdem. Nach 20 Jahren hatte ich endlich mal einen Schnupfen letztens. Verbranntes Buch. Was heißt endlich? Nicht, dass ich das gerne gehabt hätte, aber ich wusste schon gar nicht mehr, wie das ist nach 20 Jahren. Glühbirne. Über 20 Jahre. Ich glaube in den 90ern. Was haben wir denn jetzt eigentlich? 2000... Irgendwas. Okay, die Uhr. Wieso kann ich die Uhr nicht nehmen? Ich möchte diese Uhr haben. Ohne die Uhr gehe ich hier nicht raus. Kronkorken und Glasflasche. Dann nehmen wir halt die Sache mit. Warum kann ich die Uhr hier nicht nehmen? Was ist das für eine Zauberuhr? Vielleicht, weil sie falsch rumliegt? B-Tester, was habt ihr gemacht? Ja, genau. Brennstoff und schmutziger schwarzer Anzug. Puh. Immer diese schmutzigen Sachen, dann müssen wir so viel waschen. Preston, hör auf, mich in die Ecke zu drängen. Wir machen jetzt nicht das. Das bin ich jetzt gar nicht in der Stimmung zu. Und sonst auch nicht. Schon gar nicht mit dir. Also, vielleicht schon in der Stimmung, aber nicht mit dir, Preston. Preston. Kronkorken, Plasmakartusche. Ja, ich höre schon auf. Welt. Hallo Welt. Ihr könnt ruhig wieder einschalten. Ich bin... Gleich bin ich friedlich. Ich dachte, das wäre jetzt alles hier, diese Papier, diese Klebedinger wären das. Klebe. Na, ihr wisst schon. Klebe, Klebe. Ja, aber durch die Tür müssen wir noch. Es ist schwer zu glauben, dass sie das alles gebraucht haben, um sich zu verteidigen. Ja. Vielleicht nicht. Oh, das ist spannend hier. Was wird hier noch zu finden sein? Ein Schalter. Da kommt Wasser raus. Duschen! Okay. Duschen. Mhm. Duschen. Und ziemlich saubere Handtücher immer hier. So, bei den ganzen Duschen. Also bei der ganzen Unordnung sind die Handtücher doch noch richtig sauber. Und die Spüllappen auch. Naja, die nicht wirklich sauber sind. Ach, den Pümpel. Dafür bin ich jetzt hier rüber geklettert. Mach das auf. Nein. Preston, fall mir da nicht runter. Da oben, da liegt was Cooles drin. Das möchte ich haben, das möchte ich haben. Ja, wir plündern ja jede Ecke hier aus, was? Das hätte ich aber so auch nicht gedacht, dass wir das machen. Ich dachte, wir gehen einfach durch und beeilen uns. Hier, Fusionsbeutel und ein Stimpack. So sehen die Dinger nämlich aus. Hübsch, oder? Das haut sie sich immer in die Adern. Junge, Junge. Na, komm, zeig das nochmal richtig. Na, ich glaube, jeder hat so ein Teil schon mal gesehen, weil jeder das Spiel kennt und... Na gut. Gib's zu, ihr wollt sowieso nur Samstagabend sehen, wenn ich hier am Rad drehe. Der Wahnsinn. Wenn der Wahnsinn blank ist. Okay, seltsame Sprüche. Ich höre schon. Ja, hier waren wir gerade. Wir haben doch hier... Preston. Wir haben doch vorhin hier dieses hübsche Heftchen gefunden. US... irgendwas.
Ich habe es vorgelesen. Und ich habe gesagt, wir schreiben nächste Woche einen Aufsatz. Wieso? Was bin ich, Lehrer? Trainingsgelände der Nationalgarde. Ja, dafür machen wir aber erstmal das Licht aus. Ich denke, draußen wird dunkel sein. Und wir wollen ja nicht alle um uns herum auf uns locken, vor allem die Stechmücken nicht. Ja. Es ist dunkel. Ach, hier sind wir. Wie schön. So richtig Lust habe ich keine. Oder? Ich habe irgendwas Glitzerndes, Leuchtendes gesehen hier vorne. Aha. Also ich habe kein. Ach, das ist die Waffenkammer. Ja, da müssen wir doch rein. Dafür haben wir doch gerade geöffnet, das Ding. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, was wird uns da wieder erwarten? Ach, so sieht das aus. Ja, aber dafür dürften doch dann hier keine Ghule mehr sein, meine ich. Preston? Ich sage dir... Psst. Okay, was soll ich tun? Warte. Ich warte auf dich. Ja, wunderbar. Ich flüster und er schreit. Psst. Ja, okay, was soll ich tun? Warte. Okay, ich warte auf dich. Ja, der ist doch total verrückt. Wer, ich? Nein, wer hat das gesagt? Hier, Strahlennetz entschärfen. Okay, das war das Erste. So einfach geht das. Was passiert denn wohl, wenn ich da durchlaufe mal? Einfach so bis da hinten hin. Fallen dann meine... Ach, da hinten ist ein Roboter vielleicht, der aktiviert wird dann. Kristalle, das ist gut, das ist gut. Da ist lauter Zeug bei, das man brauchen kann. Stahl hinzugefügt und Glasfaser und vor allem die Kristalle. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Ich bin so langsam. Und wenn ich dann rennen muss, ganz schnell? Vielleicht entsperre ich die aber alle lieber, bevor ich die hierüber entsperre. Was mache ich jetzt? Aha, vertrockneter wilder Ghoul. Das ist ja nicht so einfach jetzt mit dem. Aber er kann da nicht raus. Eine Powerrüstung. Oh yeah, 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 yeah. Schwupp. Es ist etwas verstellt alles. Ich kriege ihn so einfach nicht. Doch, habe ich ihn einmal getroffen. Ah, der kommt wieder. Der rennt nur hin und her wie ein Tier im Käfig. Ich treffe ihn doch nicht. Aha. Oh, da habe ich aber wenig für. Ja, was machen wir denn jetzt mit ihm? Wenn wir ihn nicht treffen, dann können wir ihn auch nicht töten. Ist doch logisch, oder? Ja, dann lassen wir das hier erstmal zu, da drin. Zu wenig Schuss. Ach, sag bloß, da haben wir auch nichts mehr. Oh, wir haben aber ganz schön geaßt hier. Ach Gott, ich trage zu viel, Preston. Ich trage zu viel. Dass man hier aber jetzt auch keine Munition oder sowas basteln kann daraus. Ach so, was waren mit den Aufgaben? Okay, eigentlich sollte ich schon zurück und den... Berichte den Siedlern bei Kinderkrippe Greentop von deinem Erfolg. Hier steht nämlich, ich konnte den Anführer der wilden Ghule ausschalten. Sie sollten jetzt keine Gefahr mehr darstellen. Ich muss nach Kinderkrippe Greentop zurückkehren und ihnen mitteilen, dass sie in Sicherheit sind. Ja, Lucretia, das solltest du mal tun. Ich muss ein paar Sachen loswerden. Er kann auch nichts mehr tragen.
Da hinten ist ein Roboter. Ach, das ist alles Entscheidungen über Entscheidungen. Wie es weitergeht, wie wir uns entscheiden, liebe Welt da draußen, erfahren wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, für Daumen hoch, für Kommentare und für Abos natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.